Ja, grüß dich, hallo, willkommen. Das Thema Annahme, ja, eine sehr wichtige Sache, wie ich meine, auch für mich selbst. Also, ich bin genau gleich wie du. Ich habe auch meine Baustellen, Schattenseiten und so weiter. Und ich finde wichtig, wieder mal über das Thema Annahme zu sprechen, weil solange du etwas, eine bestimmte Sache, ein schmerzliches Ereignis, irgendetwas nicht annehmen kannst, ja, dann bist du einfach immer ständig gebremst in deiner Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstwerdung. Also ich spreche, wie gesagt, auch für mich selbst. Es ist so, so wertvoll. Ja, manchmal braucht es halt auch einen gewissen Abstand dann zur Sache, etwas anzunehmen. Ja, wie geht dann dieses Annehmen oder wie soll dieses Annehmen geschehen? Bitte, bitte, ich möchte das natürlich, was ich jetzt sage, nicht als alleingültige Wahrheit verstanden wissen. Es gibt immer viele Ansätze. Aber einfach, falls es dir stimmig ist, es so zu machen, also ich habe selbst schon gute Erfahrungen damit gemacht, ich habe auch schon darüber gesprochen in anderen Videos. Ich finde, etwas vom Besten, was du machen kannst, wenn irgendetwas einfach noch vorhanden ist, was störend ist oder was bremsend ist, jetzt beißt es mich hier gerade im Auge, ja. Ja, vielleicht noch genauer hinsehen, vielleicht noch bei mir, ich darf, ja, ich sage ja, es gibt immer Dinge, wo ich auch selbst noch genauer hinsehen darf, also da fällt mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich das sage. Ja, und eben, was sind jetzt Ansätze wegen diesem Annehmen, was dieses Annehmen betrifft? Es geht ja übrigens auch darum, zum Beispiel etwas anzunehmen, was gerade hochkommen möchte. Oder du, das passiert ja immer wieder. Du kennst das sicher auch. Ja, man ist so an einer Sache dran, dann begegnet einen jemand oder es gibt eine bestimmte Situation oder man sieht sich etwas an oder einfach irgendetwas. Also plötzlich kommt etwas hoch, irgendein Ärger, ein Schmerz, eine Trauer, irgendetwas. Was mache ich da? Oder eben, du weißt es schon selbst, oder du weißt es schon ganz genau, eine Sache, die da immer wieder hochkommt oder die einfach im Bewusstsein ist, die sowieso einfach da ist, du weißt, ah, jetzt sollte ich mal wirklich hingucken, da sollte ich mich denn wirklich mal annehmen. Ja, was ist da zu tun? Ja, nämlich irgendwo für dich ein bisschen zurückziehen. Wenn es zum Beispiel nicht anders geht, sogar auf die Toilette, WC, aber vielleicht kommst du dazu, einfach für dich in einen Raum, dann in die Ruhe, in die Stille zu gehen, kurz. Also es macht Sinn, dich hinzusetzen, ein paar Mal tief zu atmen, einige Male tief zu atmen, ja, rasieren sollte ich mich auch wieder mal, gell? Ja, also 5 bis 10 Mal tief zu atmen und dann das, was hochkommen möchte oder schon hochgekommen ist, also das wirklich jetzt bewusst einzuladen, du darfst jetzt da sein. Also das Ärgernis, die Trauer, die Wut, die Enttäuschung, die Verletzung, irgendetwas. Das darf jetzt da sein, das darf sich jetzt zeigen und du gibst dem zu erkennen, ich bin jetzt ganz ehrlich aufmerksam für dich da. Und etwas vom Ersten, was du da machen kannst, ist, dich bei dieser Geschichte, Angelegenheit zu bedanken. Ja? Ich weiß, es gibt immer noch Leute, die sagen, du bist ja irgendwo
nicht ganz 100, spinnst du eigentlich, nach dem, was geschehen ist, mir zu sagen, ich soll mich bei dieser Sache bedanken. Ja, und noch verrückter vielleicht, ich soll es sogar segnen. Also jetzt hört es dann auf. Ja, aber ich sage dir, also falls du jetzt so etwas denkst, ich sage dir, das ist das Beste, das Erlösendste, was du tun kannst. Das Fühlen, das richtig mit vollem Gefühl, also Fühlen zu bejahen, sage ja, ja, ist jetzt so, ja, danke schön, danke vielmals, herzlichen Dank, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Anscheinend gehört das zu meinem Lebenslauf, zu meiner Lebensentwicklung. Gesegnet seist du, liebes Ereignis, also Frieden, Segen, Harmonie mit dir oder zum Beispiel mit einer Person oder mit einer Sache oder vielleicht mit den Eltern, Vater, Mutter oder irgendetwas. Genau. Ja, eben, dass du das dann eben auch als wertvolle Erfahrung anschaust, die dich dann eben weiterbringen kann. Ja, und das bejahst und sagst, okay, es ist geschehen und eben auch weißt, dass das will uns übrigens manchmal die Kirche immer noch ausreden, du bist kein Sünder, ein anderer auch nicht, du bist kein Sünder, du bist kein Schuldiger, du machst grundsätzlich keine Fehler, kannst dir das mal auf der Zunge vergehen lassen, es sind Erfahrungen, die du machst, keine Fehler. Ja. Ja, dass du das als wertvolle Sache anschaust und weißt, aha, das bringt dich wieder weiter. Okay, gut. Ja, wenn du das jetzt so machst oder in ähnlicher Form, wie ich das jetzt eben beschrieben habe, ja, dann kann sich eben auf der Stelle oder mit der Zeit vieles, sehr vieles lösen. Klar, mir ist auch bewusst, dass das ein bisschen anzuschauen ist, wie mit einer Zwiebel, die Zwiebelschale. Also es geschieht immer wieder ein Prozess, es geht Step by Step, ja, ja, bei vielen Dingen schon, also besonders diejenigen, die tiefer sitzen. Aber gewisse Dinge können sich so recht schnell lösen, wenn du so etwas machst. Also ich kann es dir nur wärmstens empfehlen, also wie du magst. Also das ist einfach ein Vorschlag. Auch nochmals die Betonung, das muss nicht der Wahrheit entsprechen, das muss nicht die alleingültige Wahrheit sein, also vielleicht findest du, ja nein, also da gibt es noch viel, viel bessere Ansätze oder das ist Quatsch oder was auch immer. Ja, also ich wünsche dir viel, viel, viel Glück eben im Annehmen dieser und jener Dinge. Du kannst gerne, wenn du möchtest, was da drunter schreiben. Ja, einen Kommentar geben, zum Beispiel ein Erlebnis von dir kundtun. Ja, zum Beispiel gerade auch, was du erlebst, also das, was ich jetzt sage, ausprobieren und dann vielleicht auch darüber berichten, was du selber erlebt hast nachher, wie es da viel leichter worden war, zum Beispiel, und auch sonst. Ja, also viel Glück auch mit deiner Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstwerdung. Dankeschön.